Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier wieder ausgekommen und ich hoffe, dass draußen jemand auf uns wartet. Kameradin, auf ein Wort. Dich meinte ich nicht. Sondern Shalidor, der eigentlich hier stehen müsste, es aber nicht tut, warum auch immer. Shalidor, wo bist du? Ich gehe mal eben nach Auridon, ob wir ihn... Ach, wo gehe ich denn jetzt hin? Ob wir ihn eventuell da ausfindig machen können. So. Dann reiten wir mal eben zur Magiergilde. Weil das kann schon mal sein, dass der unterwegs nicht auftaucht. Ist ein bisschen blöd gemacht dann. Sondern dass man dann wieder zurück muss. Wenn ich dieses Land besser kennen würde, würde ich ihn sehen. Ah ja, und da steht gut, euch zu sehen. Ja, warum das so ist, kann ich euch leider auch nicht sagen, aber das ist schon mal so, je nachdem, wo man gerade sich aufhält. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch, Adeptin. Was für Neuigkeiten? Valaste hat die Analyse der Folianten abgeschlossen. Wir sind bereit, meine Insel zurückzuholen. Wo kann ich sie finden? Sie bereitet einen Ritualort in der Gildenhalle von Knurkar in Schnittermark vor. Wir sehen uns dann dort, Adeptin. Wir sind dem Sieg so nah. Ihr wirkt aufgeregt, Shalidor. Natürlich. Dafür haben wir doch die ganze Zeit gearbeitet. All die Häme und Beleidigungen. Sheogorats armselige Versuche von Humor. Wir holen uns die Insel zurück und die Gilde wird eine sichere Zuflucht vor dem Krieg haben. Ja, dann, hoppala, dann reiten wir mal wieder zurück. Also zum Wegschrein. Und schon habe ich wieder vergessen, wo wir jetzt eigentlich hin sollten. Was hatte er denn jetzt gesagt? Ach so, ja, Schnittermark, genau, Schnittermark. Steht nicht drin, aber Schnittermark, hatte er gesagt. Da habe ich jetzt direkt leider noch keinen Port hin. Aber das soll uns nicht stören. So, das heißt... Achso, das ist nur zum Einsammeln. Ich dachte gerade schon. Das heißt, wir müssen jetzt dem Weg hier folgen. Und gleich hier runter... Was irgendwie ein bisschen falsch zu sein scheint. Keine Ahnung. Oder ist das hier... Ach, das ist so tief. Ah! Wir haben es gefunden. Und direkt ein bisschen Fallschaden abbekommen. So, Kriegergilde. Die war doch da oben. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Und du kannst mich mal... Hatte der gesagt, in der Kriegergilde? Weil da ist sie nicht drin. Obwohl, Moment. Hä? Mein Ziel ist da hinten. Der hat doch eben noch gesagt, dass die in der Kriegergilde auf mich wartet, oder nicht? Weil hier oben ist die Magiergilde, meine ich. Genau, hier oben ist die Magier... Hat der nicht in der Kriegergilde gesagt? Ich habe mich schon gewundert. Egal, wir sind im richtigen Punkt. Alles ist gut. Adeptin, Shalidor muss euch gefunden haben. Freut mich sehr, euch wiederzusehen. Ich habe das letzte Buch übersetzt und jetzt können wir endlich Rumbutter quirlen. Das ist schön, aber können wir auch Augvea zurückholen? Valaste, es geht euch noch schlechter. Nein, ich bin nur sehr müde. Shalidor sei Dank konnten wir das verborgene Ritual entschlüsseln, das über mehrere Folianten verteilt war. Er ist bereit und wartet nur auf euch. Gemeinsam werdet ihr das Ritual durchführen, das... Durchführen? Aber wodurch führt er es denn? Ihr müsst euch ausruhen.
Konzentriert euch nur auf die vor euch liegende Aufgabe. Ich habe schon einen Ritualplatz vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Bücher. Nehmt sie und legt sie auf die Lichtsäulen in der Halle. Sie werden die Kraft der Bücher für den Erzmagier bündeln. Wenn ihr darauf besteht? Ich werde bald genug ruhen können, Adeptin. Charlidor ist der einzige Grund, warum ich fertig werden konnte. Sein Enthusiasmus und seine Energie halfen mir durch diese schwere Prüfung. Im Vergleich zu unseren letzten Treffen wirkt ihr noch schlechter. Bitte, Adeptin, ich erhole mich schon wieder, wie ich schon gesagt habe. Die Übersetzung der Bücher hat mir einen beträchtlichen Tribut abverlangt. Ich bin völlig ausgelaugt. Doch das wird es wert sein. Die Zuflucht wird so viele Leben retten und uns die Chance geben, unser Werk in Frieden zu verrichten. Ja, dann platzieren wir mal die Bücher in den Lichtsäulen. Ah, die Gezeiten der Magiker. Wie habe ich das doch vermisst. Wir haben es geschafft. Wir können endlich meine Insel zurückerobern. Wie lautet der Plan? Ich werde die vereinte Macht der Bücher nutzen, um die Insel nach Tamriel zurückzureißen. Sheogorat hat verloren, Adeptin. Wir haben es fast geschafft. Womit müssen wir auf der Insel rechnen? Es ist ein prächtiger grüner Ort, an dem das Leben pulsiert. Wir haben in ganz Tamriel Gildenmitglieder, die sich bereithalten, um sich uns anzuschließen. Es wäre der perfekte Ort für die Gilde, um in Ruhe zu lernen und zu lehren. Es wird glorreich werden. Charlidor, Valaste geht es nicht gut. Ich weiß. Sie ist sehr müde. Sogar noch schlimmer als zuvor. Doch sie hat meisterliche Arbeit bei der Übersetzung dieser Bücher geleistet. Und ich bin sicher, dass sie ein Gewinn sein wird, sobald wir die Insel erreichen. Sie wird schon bald mehr als genug Zeit haben, um sich auszuruhen. Sie ist erschöpft und gibt seltsame Dinge von sich. Ich gebe zu, sie redet in letzter Zeit schon ein wenig wirr. Ich dachte nur, das läge an der üblichen Zerbrechlichkeit einer Sterblichen. Manchmal vergesse ich glatt, wie zerbrechlich ihr tatsächlich seid. Wir werden gemeinsam über sie wachen, meine Freundin. Hallo? Er ist doch eigentlich auch ein Sterblicher. Also ich meine, klar, er ist, so wie ich es verstanden habe, sein Geist. Aber eigentlich ist er ja auch ein Sterblicher. Oder war es mal zumindest. Aber die Prüfungen sind vorbei, oder? Ich glaube schon. Ich bin sicher, dass ihr den verrückten Gott genauso satt habt wie ich. Nun kommt. Ich werde das Ritual durchführen und ein Portal in unser neues Heim öffnen. Folianten, hört mir zu! Jetzt holt zurück, was mir genommen wurde. Augwea, höre meinen Ruf! Da stimmt was nicht. Ich spüre... Adeptin! Valaste! Folgt mir! Die Göttin... Haltet mich für einen Narren! Warum habe ich diesem Verrückten vertraut? Was meint ihr? Was ich meine? Schaut euch diesen Ort an! Auf dieser Insel wimmelt es von Daedra! Sheogorath hat uns den Apfel gegeben, aber er ist voller Würmer! Was tun wir? Es gibt eine große Halle in der Mitte der Insel. Von diesem Aussichtspunkt aus können wir uns einen besseren Überblick verschaffen. Ihr und Valaste geht diesen Weg hier hinauf. Ich treffe euch dann dort. Wir sehen uns dort. Ich glaube, reiten konnte ich. Was ich bis heute nie verstanden habe, sowohl jetzt wie auch später, kann man diesen Wegschrein nicht freischalten. Ich weiß nicht warum. So, da sollte er gleich stehen. Darauf haben wir uns nicht geeinigt. Verrückter Gott, verlass diesen Ort! Vorsichtig, Magier. Denkt daran, mit wem ihr redet.
Unsere sterbliche Freundin ist angekommen. Seid still, Charlie. Die Erwachsenen reden. Ah, gut. Wir zwei können uns vernünftig unterhalten. Charlie, du bist einfach zu alt und verschroben für mich. Was macht ihr hier, Sheogorath? Wir hatten eine Abmachung. Wisst ihr, was das Komische an Abmachungen ist? Dass sie wirklich zu den Dingen gehören, die man besser aufschreiben sollte. Ich sagte, ihr könntet die Insel finden, wenn ihr die Prüfungen meistert. Die Portale ins tiefste Reich des Vergessens, die hier und dort verstreut sind, die sind eine Art Dreingabe. Dann ist das alles also eine weitere Prüfung? Wenn ihr das so sehen wollt, klar. Es ist eine weitere Prüfung. Ich bin sicher, ihr und Valaste... Oh, hallo Süße. Ich bin sicher, ihr werdet keine Probleme damit haben, die Portale zu schließen. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass die Meisterin der Incunabula hiermit nicht gerechnet hat. Warum seid ihr so auf Valaste fixiert? Ganz ohne Grund. Was wollt ihr damit andeuten? Dass meine Entscheidung, die Bücher zu verfluchen, pure Berechnung war? Dass dieser alte, verrückte Sheogorath wusste, dass es nur eine Handvoll Leute in der Gilde gibt, die ihre Arbeit hätten leisten können? Oh, Wahnsinn. Wovon sprecht ihr? Oh, ich bin sicher, ihr kommt schon noch darauf. Ihr habt schließlich den blöden, alten Sheogorath überlistet, nicht wahr? Wie dem auch sei, kümmert euch um die Kristalle, um die Portale zu schließen. Viel Spaß und bis bald. Wartet, was meintet ihr da eben über Valaste? Verdammt, was habe ich mir nur dabei gedacht, den Fürsten des Wahnsinns anzugreifen? Sheogorath sagte etwas über Valaste und den Fluch, den er auf die Bücher gelegt hatte. Wartet, Adeptin! Das ergibt keinen Sinn. Was meint ihr damit? Sheogorath hat den Fluch auf diese Bücher gelegt, um uns zu verlangsamen und unsere Aufgabe zeitaufwendiger zu machen. Er meinte, er hätte gewusst, dass nur wenige Leute in der Gilde diese Bücher übersetzen könnten. Dann war der Fluch dazu gedacht, die Bücher Valaste vorzulegen. Sie sollte sie lesen. Adeptin, das bereitet mir große Sorgen. Aber darum müssen wir uns später kümmern, wenn die Insel sicher ist. Was ist mit Valaste? Sie wird bei euch bleiben. Fürs Erste wird ihr schon nichts zustoßen. Valaste, geht mit unserer Freundin hier los, um die Portale zu schließen. Die Adeptin wird euch beschützen. Was werdet ihr tun? Sheogorath hat einen mächtigen Schutzzauber auf dieses Gebäude gelegt. Ich werde ein paar Augenblicke brauchen, um ihn zu brechen. Geht. Ich sollte hier fertig sein, sobald ihr zurückkommt. Wir bringen das schon zu Ende. Geht. So. Schließt die Portale. Ich werde mich darum kümmern. Ja. Okay, also wir gehen erstmal in die Richtung, würde ich sagen. Äther, faszinierende Kreaturen. Ja, kommt drauf an. Gut, wenn du nicht gegen mich kämpfen willst, dann halt nicht. Ich schon mal weiter. Hätte nie gedacht, je einen davon aus der Nähe zu sehen. So, dann haben wir hier erstmal ein Portal zu schließen, beziehungsweise... Ja, so. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass wenn man direkt den Kristall nimmt, dass man dann in Anführungszeichen nur gegen den Beobachter kämpft. Dingen? Licht oder Hoffnung? Und wenn man das nicht macht, meine ich, dass man noch gegen die Verstärkung kämpfen muss. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eigentlich könnte ich auch durchreiten. Ne? Fällt mir gerade so ein. Ja gut, wir sind jetzt da. So, hier sollte eigentlich ein Dedrot stehen, glaube ich. Ja.
Wieso funktioniert das überall, aber natürlich jetzt nicht bei diesem Kristall, obwohl ich eben genauso direkt davor stand? Hallo. Och, ich hasse es, wenn das wieder so verbuggt ist. Hallo. Kann man dich irgendwie drücken? Ah, endlich. So, dann müssen wir noch einmal da runter. Quasi einmal ums Eck laufen hier. Wobei ich mal reiten werde. Damit das hier ein bisschen schneller vollstatten geht. So, ist mir egal, wenn ihr jetzt alle hinter mir herlauft. Ja, ich drücke die ganze Zeit auf E, aber Hauptsache, es tut sich nichts. Zur Flanke! Oh, ist das nervig. Komm, jetzt stirb endlich, damit ich hier endlich mal... Hallo. Nun, das war anstrengend. Keine Daedra mehr, gut? Ja, es ist extrem anstrengend, dieses Ding anzufixieren. Das ist richtig. Anzuvisieren. Boah, Valasti, kannst du einfach mal aus dem Weg rausgehen? Vielleicht funktioniert das dann mal. Aber es funktioniert mal wieder gar nicht. Was tust du denn jetzt her? Geh weg. Kann der jetzt aus dem Portal raus oder was? So, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Das ist so blöd irgendwie von dem... vom Weg her, finde ich. Erst in die eine Richtung, dann muss man wieder zurücklaufen und dann doch wieder anders und... Ah. So, Moment, jetzt müssen wir hier abbiegen und nach unten. Zack. Genau, da müssen wir das hier machen, was... Ah, jetzt geht's. Ich wollte gerade schon sagen. So. Dann machen wir erstmal das hier. Und dann müssen wir die wieder töten, die wir als allererstes eben getötet haben. Damit wir dann da dran kommen. Wenn das denn mal funktionieren würde, dass wir es drücken können. So. Sheogorath. Schalidor. Dank euch gehört diese Insel uns. Jetzt müsst ihr nur noch die Halle einnehmen und Sheogorath zurück auf die Schauderinseln befördern. Ja, ich habe so oft seinen Namen gehört und gesagt, dass ich mich hier schon komplett vertue. Ich muss in die Halle vordringen. Was ist mit euch und Valasti? Ich habe einen kleinen Riss in diesem Schutzzauber erzeugt, aber mehr nicht. Die Macht des verrückten Gottes ist selbst hier beeindruckend. Ihr und Valasti müsst hineingehen. Ich darf es nicht. Aber gebt mir bloß gut auf sie Acht. Ich sehe doch, in welchem Zustand sie ist. Als wir uns um die Portale gekümmert haben, wurde sie immer aufgeregter. Rasend. Ich fürchte, der verrückte Gott könnte uns überlistet haben. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Geht hinein und kümmert euch um Sheogorath. Wir sind zu weit gekommen, um uns jetzt von seinen Tricks aufhalten zu lassen. Ich werde mich um ihn kümmern. Ihr könnt es schaffen, Adeptin. Ihr habt bewiesen, dass ihr es könnt. Viel Glück. Ich kann ihn hören. Ich komme, Onkel Sheo. Ich weiß, dass ich es kann. Wenn man die gelöschten Chars und die dann wieder neu erstellten mit einrechnet, habe ich das sicher schon 40, 50 Mal getan. Ah, meine Lieblingssterbliche. Schalidor hat endlich herausgefunden, wie er euch hineinlassen kann. Ich weiß, ihr seid hier, um mich rauszuwerfen. Aber kämpfen ist nicht wirklich meine Sache. Haskell? Sehr gut, Herr. Nehmt dies, Adeptin. Wir werden einander jetzt in einem ehrbaren Kampf gegenüberstehen. Nehmt euch in Acht. Die Schweine, Haskell, werft diese niedlichen Nudeln. Jetzt. In Ordnung, das reicht. Auseinander, ihr beiden. Welche Schweine? Genug gespielt, Sheogorath. Werdet ihr uns die Insel überlassen oder nicht? In Ordnung. Beruhigt euch. Ich werde meine Sachen einsammeln und gehen. Valasti, Liebling, warum kommt ihr nicht hierher? Onkel Sheo, gehen wir irgendwo hin?
Ja, Kleine, ihr kommt mit mir nach Hause auf die Schauderinseln. Wäre das nicht schön? Verrückter Gott, bleibt zurück! Ihr könnt Valaste nicht mitnehmen. Nein, ich kann es in ihrem Gesicht sehen, es in ihr Luft riechen. Sie ist verrückte, wahnsinnig, eine Irre. All die Zeit belocken Scheos Geschichten und sie hat das Verlangen, die Inseln zu besuchen. Meine Schauderinseln. Ich möchte mit Onkel Scheo gehen. Er hat die Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge. Das ist ein Durcheinander. Ein Rätsel. Eine Wahl. Ich sage euch was, Sterbliche. Warum lassen wir euch nicht entscheiden? Soll Valaste bleiben oder mit mir zu den guten alten Inseln kommen? Lasst uns den Handel versüßen. Ihr lasst sie bleiben, ich heile sie. Das ist richtig. Onkel Scheo wird sie wieder normal machen. Langweilige alte Valaste, deren einzige Freunde Bücher sind. Oh. Und wenn die Adeptin entscheidet, dass sie mit euch geht? Nun, wie es scheint, habe ich noch ein Buch hier. Ich gebe es euch im Austausch für Valaste. Es nennt sich das Folium Discognitum. Sheogorath, Bastard! Nach all den Jahren würdet ihr mir das Folium ins Gesicht werfen? Habe es selbst geschrieben. Es ist ein schönes kleines Artefakt. Es verleiht dem Leser das Wissen von Wahnsinnigen. Es ist sehr machtvoll. Oh, und 4 oder 5 dieser Himmelsscherben wert, die ihr Abenteurer immer sucht. So. Valaste bleibt und ich heile sie. Oder sie geht mit mir und ihr, meine kleine Sterbliche, werdet sehr viel mächtiger. Eure Entscheidung. Ja, dann sprechen wir doch mal mit Valaste. Onkel Scheo möchte mich zu den Schauderinseln mitnehmen. Einfach wunderbar. Die Schmetterlinge, sie werden überall sein. Und er hat so viele Bücher. Valaste, er meint, ihr würdet euren klaren Verstand zurückgewinnen, wenn ihr bleibt. Aber Onkel Scheo, er sorgt für mich. Er hält mich warm und ich werde so viele Freunde zum Spielen haben. Bücher sind meine Freunde. Wusstet ihr das? Aber was, wenn er euch ein Leid antut? Er ist wahnsinnig. Adeptin, wenn ich bleibe, weiß ich nicht, ob... Aber mit ihm geht es vielleicht. Ich werde glücklich sein. Glücklich wie die Schmetterlinge. Sie schlagen und schlagen ihre Flügel. Adeptin, ihr dürft nicht auf das Angebot hören. Es ist dasselbe Angebot, das Sheogorath mir machte, als ich Augvea verlor. Was ist geschehen? Das Leben eines Erzmagiers wird in Jahrzehnten und nicht in Jahren gemessen. Die Rituale, die ich durchführte, um mein Leben zu verlängern, erlaubten es mir, meine Arbeit fortzusetzen. Aber irgendwann kam selbst ich nur noch schleppend voran. Und der hat euch sein Folium angeboten? Ich begann mit der Arbeit an einem mächtigen Artefakt, an einem Schlüssel zu den innersten Vorgängen des Lebens selbst. Glamouril. Aber das ist jetzt ohne Belang. Es geht mir darum, dass ich an einen entscheidenden Punkt gelangte, an dem selbst mein Wissen und meine Kräfte versagten. Ich brauchte mehr. Und im Gegenzug habt ihr Augvea verloren. Ja, ich hatte alle Abkommen des Wahnsinns gelesen. Ich kannte die Lektionen von König Lyrandir, Leopold Arnaud, Darius Shano. Und dennoch habe ich versagt. Begeht nicht die gleichen Fehler wie wir, Adeptin. Lehnt das Angebot dieses Wahnsinnigen ab. Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. Gebt es zu, ihr wart überrascht, nicht wahr? Der Ausdruck auf eurem Gesicht war unbezahlbar. Können wir darüber reden?
Natürlich, natürlich. Was kann ich euch erzählen? Nur damit ihr es wisst. Während ihr redet, werde ich mir vorstellen, dass eine winzige Person in euch drin euren Mund auf- und zumacht wie bei einer Puppe. Das hilft mir dabei nicht, das Interesse zu verlieren. Erzählt mir mehr über dieses Folium. Nun, wisst ihr, wenn man sich mit einem Verrückten zusammensetzt und ihn reden lässt, dann spuckt er bisweilen die genialsten Einfälle aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich habe eine Menge Zeit in der Nähe von Verrückten verbracht. Also besteht das Folium aus den gesammelten Einfällen von Verrückten? Jawohl! Es sind wirklich ein paar einfallsreiche Einfälle dabei. Ihr lest euch mein Folium durch und... Oh, wie gesagt, es hat locker die Macht und die Energie eines halben Dutzends Himmelsscherben. Und das ist eben genau das. Das habe ich damals mal ausprobiert. Ich habe immer die gleiche Entscheidung getroffen. Ich habe immer die Entscheidung getroffen, die ich jetzt auch treffen werde. Und habe es einmal ausprobiert, die andere Entscheidung zu treffen. Und diese Dutzend Himmelsscherben, von denen er spricht, haben überhaupt gar keine Bedeutung. Das heißt, ich habe nicht einen einzigen Fertigkeitspunkt mehr bekommen. Ja gut, einen durch die Magiergilde. Durch den Abschluss der Magiergilde, glaube ich, kriegt man noch einen. Aber ansonsten habe ich nicht mehr Punkte oder Himmelsscherben angerechnet bekommen oder sonst was, wie man sonst eben auch bekommen hätte. Wenn Valaste hier bleibt, dann werdet ihr sie heilen. Ihr habt es begriffen. Kein Haken, keine anhaltenden magischen Leiden, keine Albtraumbestien, die sie im Schlaf heimsuchen. Oh, das macht immer Spaß. Aber nein, nein. Ich werde rückgängig machen, was meine Bücher ihr angetan haben. Offen und ehrlich. Wenn ihr auf das Folium verzichtet. Warum habt ihr das getan? Ich möchte ehrlich sein, Sterbliche. Ich hatte schon seit Jahren nicht mehr so viel Spaß. Eure Anstrengungen beim Besorgen der Bücher. Oh, die Gelegenheit, Schalidor anzupieksen. Erinnert ihr euch daran, wie ich euch all diese Portale nach Augvea schließen ließ? Eine tolle Zeit. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch jemals Star Trek geguckt hat, aber der erinnert mich richtig an Q. Dieser, ja, Außerirdische war es, glaube ich, oder war es dann Gott drin? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Der mit seiner Zeit im Endeffekt nichts anzufangen wusste, so wie er jetzt hier auch. Und ja, einfach nur andere so als Spielball benutzt hat und sich dann quasi daran erfreut hat, wie andere reagiert haben oder gestorben sind oder weiß ich nicht was. Wo ist der Haken? Ohne Haken, Sterbliche, diesmal nicht. Seht mal, ganz gleich, welche Entscheidung ihr trefft, wird Schalidor immer wissen, dass ich in seinem Kopf gewesen bin. Wieder einmal. Genau dafür überlasse ich euch die Insel. Das ist nur für unser beider Ohren bestimmt. Mhm. Ich bin bereit, meine Entscheidung zu fällen. In Ordnung. Eine Sterbliche fällt eine Entscheidung. Freier Wille und Handlungsfähigkeit. Nun gut, bleibt Valaste, bekommt ihren klaren Verstand zurück und lebt hier bis zum Ende ihrer Tage, oder geht sie mit mir und ihr erhaltet die Macht des Folium Discognitum. Was soll es werden? Ich wähle natürlich das Folium. Nein, das werden wir natürlich nicht machen, weil es mir auch keine Vorteile bringt. Ich möchte, dass Valaste bleibt. Abgesehen davon werden wir sie später auch nochmal sehen. Also denke ich, dass das die eigentlich in Anführungszeichen richtige Entscheidung auch fürs Spiel ist. Ich hätte sie aber auch getroffen, wenn es nicht die richtige Entscheidung wäre. Ich möchte, dass ihr Valaste heilt. Ha! Ich wusste, dass ihr nicht das Buch nehmen würdet. Ich konnte es in euren Augen sehen. Ach ja, man kann Onkel Scheo nicht vorwerfen, dass er seiner Lieblingsnichte ein schönes Zuhause bieten möchte. Nun, wie ihr wünscht, Sterbliche. Ich werde rückgängig machen, was ihr angetan wurde. Die Sterbliche hat entschieden, dass Valaste bleiben soll. Jetzt verabschiede ich mich also. Sterbliche,
Es hat Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Schalidor ändert euch nie. Valaste, entschuldigt, Liebling. Verabschiedet euch von den kleinen Traumling. Der Fürst des Wahnsinns bleibt nicht dort, wo er nicht gewollt ist. Außer wenn er will. Aber in diesem Fall will er nicht. Bis zum nächsten Mal, Zauberlehrlinge. Es ist, als hätte sich der Nebel in meinem Verstand gelichtet. Adeptin, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Valaste, ihr habt mich vor einem seid ihr? Mir geht es gut, Schalidor. Ich bin wieder ich selbst. Keine Sorge, Adeptin. Mir wird es bald besser gehen. Jetzt, da ihr meinen Verstand befreit habt, brauche ich nur etwas Ruhe. Gern geschehen, Valaste. Ihr habt die Herausforderungen des verrückten Gottes überstanden, mich wieder zu Verstand gebracht und die Zuflucht für die Magiergilde zurückgewonnen. Irgendwie wirkt mein Dank im Vergleich dazu kaum erwähnenswert, doch ihr habt ihn. Vielen Dank, Adeptin. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Und wir erhalten einen gestärkten Froststab vom Set Schalidors Fluch und eine lilane, wahrlich prächtige Glyphe der Magika. Ich kann nicht hier drin bleiben, Adeptin. Lasst uns draußen weiterreden. Kommt her, Adeptin. Ich habe etwas für euch. Orte sind immer so schön. Adeptin, ihr habt so viel für die Gilde getan. Ich konnte euch nicht ohne ein letztes Geschenk gehen lassen. Dieser alte Erzmagier hat ein Geschenk, das er nur für euch aufgehoben hat. Ein Geschenk? Während meiner Zeit auf Tamriel entwickelte ich einen sehr nützlichen Zauber, eine Art Erinnerungszauber. Anstatt meine Zeit damit zu verbringen, in Bibliotheken nach einem Buch zu suchen, kann ich mich mit diesem Spruch sofort daran erinnern, was in ihm geschrieben steht. Wenn ihr mir gestatten würdet... Nur zu, Schalidor. Ich muss mich nur kurz vorbereiten. Dieser Zauberspruch hat sich als sehr nützlich erwiesen. Hat mir einmal das Leben gerettet, als ich einem reimenden Geist gegenüberstand. Jede Antwort auf seine Fragen musste als Paarreim vorgetragen werden. Bitte sehr, ich bin bereit. Nennt es Schalidors Bibliothek des Verstandes. Ha! Bei Shaws Knochen, ich kann euch nicht genug danken. Mit der Zeit wird der Körper vergehen, den ihr und Valaste für mich geformt habt. Aber mit dieser Magie werdet ihr unsere gemeinsamen Prüfungen nie vergessen. Das tröstet mich. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. So nehmt denn das Geschenk der ewigen Erinnerung an. Von nun an werdet ihr euch an jeden Folianten, jedes Buch und jeden Fetzen Papier erinnern, den ihr je gelesen habt. Und ihr werdet euch an die Geschichte von Augveas Rückkehr nach Tamriel erinnern und an die Geschichte der Adeptin, die es ermöglicht hat. Lasst von euch hören, Adeptin. Augvea ist jetzt auch euer Heim, wie das eines jeden Magiers in Tamriel. Ja, und um euch das mal eben zu zeigen... Da muss man natürlich J drücken, nicht U. Wir haben hier oben, genau, in der Bibliothek ist es. Da müsst ihr die Bibliothek öffnen und da gibt es ja diese ewige Erinnerung, die hier links steht. Und das scrollen wir ganz weit runter. Hier gibt es ja noch die Handwerksdiele, die sind jetzt geschlossen. Und es gibt Schalidors Bibliothek. Das heißt, man sieht hier schon Gedichte und Lieder beispielsweise, bekannte Literatur. Wir haben natürlich noch nicht so viel eingesammelt. Hier sieht man auch die Schriftrollen. Ich glaube, die ewige Erinnerung, das waren alles nur diese Magiergildenbücher, wenn ich mich richtig erinnere. Und Schalidors Bibliothek ist tatsächlich alles, was wir jemals angeklickt haben. Also sprich, die ganzen Schriftrollen, die wir mal gelesen haben. Ich weiß nicht, ob Zettel jetzt auch dabei sind. Das kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht direkt rauspicken. Aber die ganzen Bücher sind dabei und so weiter und so fort. Finde ich persönlich, gerade für Leute, die sich auch ein bisschen mit der Lore auseinandersetzen wollen, finde ich das ziemlich cool.
Ja, und damit ist dann auch die Folge schon wieder beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und die Magiergilde ist jetzt komplett fertig. Das heißt, wir werden uns um die zweite Stalkerin kümmern ab der nächsten Folge, nämlich die von der Kriegergilde. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir das auch so in einen Rutsch schaffen, wie wir das jetzt hier mit der Magiergilde machen könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich das Level, glaube ich, nicht ganz so hoch hatte. Aber ich hoffe einfach mal auf das Beste. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es losgeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.